Hallo, mein Name ist Stefan Flügge und bereite für Sie heute einen Sauerbraten von der Barbarie-Entenkeule zu. So, dann nehmen wir unsere Barbarie-Entenkeule, zwei Stück für zwei Personen, und legen sie in Rotwein und Essig ein. Jetzt geben wir noch ein paar Gewürze dazu, zum Beispiel Lorbeer, etwas Piment. Und lassen das für 3 bis 4 Tage im Kühlschrank ziehen. Nach 3 bis 4 Tagen sehen unsere Enten dann ungefähr so aus. Leicht rötliche Farbe. Hinten der Rotwein und der Essig ist gut in das Fleisch eingezogen. Die Enten werden in eine Pfanne gelegt mit ganz wenig Öl. In unserem Fall ist es ein Edelstahleinsatz. Zu Hause nimmt man, wie gesagt, eine Pfanne. Dann kommen die Enten für maximal anderthalb Stunden bei 180 Grad in den Backofen. Bei Umluft. So, als Beilage empfehlen wir Wurzelgemüse mit Koriander. Ich nehme jetzt als erstes den Porree und putze ihn. Porree muss man gründlich waschen. Es ist zwischen den Schichten sehr dreckig. Dann schneiden wir den Porree. Wichtig ist, dass es ungefähr die gleiche Größe hat in den Garzeiten. So, als nächstes dann die Karotten. Die Karotten werden jetzt in Würfel geschnitten, nicht zu fein. Man könnte auch jede andere beliebige Schnittform wählen. Es kommt wirklich nur darauf an, dass die Stücken gleich groß sind. Das ist jetzt der Sellerie. Wird grob entfernt. Jetzt wird der Sellerie auch in Würfel geschnitten. So, jetzt wird das Gemüse blanchiert bzw. ein paar Minuten gekocht. Dazu geben wir noch etwas Salz ins Wasser und beginnen mit den Karotten und dem Sellerie. Hat eine längere Garzeit, sollte ein paar Minuten länger im Wasser sein als der Porree. Nach 3 bis 4 Minuten geben wir den Porree dazu, warten dann noch 2 Minuten. So, nachdem das Gemüse blanchiert wurde und gleich gegart ist, nehmen wir das aus dem Topf. So, jetzt lassen wir das Gemüse noch abkühlen und braten es dann in ein kleines Stück Butterfett an. Würzen das Ganze mit Salz und Pfeffer. Wenn es etwas angebraten ist, geben wir den Korianderfrisch dazu. Als Beilage empfehlen wir Rosmarinkartoffeln. Die Kartoffeln werden kurz in Olivenöl angebraten und mit Rosmarin und Rosmarin zugegeben. So, wir richten jetzt unsere Entenkeule an und beginnen mit dem Gemüse. Direkt daneben. So, das sind unsere fertigen Barbarie-Entenkeulen. Können auch etwas dunkler sein, je nachdem wie viel Rotwein man genommen hat, wie dunkel die Fettschicht geworden ist. Jetzt legen wir das auf den Teller. Geben noch etwas Soße dazu. Und schon ist unsere Barbarie-Entenkeule fertig. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen. Guten Appetit. Sei auch du dabei. Teile dein Rezept und zeige dein Können auf Topfgucker.tv. Nutze die Vorteile als Kanalmitglied und erweitere deine Reichweite. Jetzt mehr erfahren